Fernsehen mit Harald Schmidt. Herzlich willkommen, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der einzigen Late Night Show im deutschen Fernsehen. Vielen Dank, sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Wir sind glücklich, wir sind happy, wir sind begeistert. Wir gratulieren, wir kommen aus dem Feiern nicht mehr raus. Die Europäische Union, die EU, feiert 50. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, danke in diesen Tagen. 50 Jahre römische Verträge, was haben wir der EU nicht alles zu verdanken? Denn offene Grenzen, Völkerfreundschaft, den Euro und vor allen Dingen die Nacktfotos von Günther Verheugen am Strand in Lettland. Dann André Heller, der Clown, der Träumer, der Visionär. Auch er feiert Geburtstag, man glaubt es kaum, er wird 60. Herzlichen Glückwunsch, André Heller, zum 60. Geburtstag. Vielen Dank, Dankeschön. 60 Jahre zurzeit, sehr, sehr, sehr erfolgreich mit seinem großen Zeltprogramm. Ist, glaube ich, mit einem riesen Zirkuszelt unterwegs. Afrika, Afrika. Und ich werde es mir noch anschauen, aber ich sage eigentlich, meine Damen und Herren, wenn ich fremde Kulturen sehen will, gehe ich nicht ins Zelt von André Heller, sondern dann schaue ich Lindenstraße. Sind Interessenten heute Abend hier für die Leipziger Buchmesse? Ja, eröffnet 70.000 Aussteller aus 3 Büchern, wenn ich es richtig verstanden habe. Und exakt heute, vor 175 Jahren, ist Johann Wolfgang von Goethe verstorben. Da fällt mir ein, wie geht's eigentlich Hera Lind? Sie ist auch in Leipzig, allerdings nicht, weil sie Bücher ausstellt, sondern weil sie guckt, wo die Kohle von den Ostimmobilien geblieben ist. Ja. Ja, das ist immer mehr Prominente, reißt es rein. Ja? Sie kennen alle Prinz Fofi? Ich weiß eigentlich, ist er noch mit der Gräfin zusammen? Ist sie Gräfin? Tatjana Xelz? Xell. Tatjana Xell. Prinz Fofi musste, wie wir in Köln sagen, die Gabel machen. Offenbarungseid, 600.000 Euro Steuerschulden. Er hat jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Und das heißt, er kann beweisen, dass er der Vater des Babys ist von Anna Nicole Smith. Wer von Ihnen hat eine Katze, meine Damen und Herren? Wusste ich's doch. In meinem Publikum haben die Frauen Piccolo im Kühlschrank und eine Katze auf der Couch. Ja? Kratzer am Unterarm, auch eine Form von Zuwendung, wenn die kleine Angora-Muschi mal wieder zutraulich schnurrt. Und in China gibt es jetzt eine Katze, die kann ihren Namen sagen. Sie heißt Akui. Ist das nicht sensationell? Ich habe ein bisschen geweint, als ich gehört habe, weil ich habe mal einen Hund, der konnte seinen Namen pinkeln. Ja? Bisher waren die beliebtesten Katzennamen in China Chop Suey und 33 Süß-Sauer. Nathalie Licard und die ARD Showband! Mein Gast heute Abend, meine Damen und Herren, großartiger Kollege, Gründer des berühmten Improvisationstheaters, die Springmaus in Bonn, der Mann, der das Improvisationstheater nach Deutschland gebracht hat. Und er ist der liebende, leidende, duldsame und immer verwöhnbereite Lebensgefährte von Mutter Beimer in der Lindenstraße. Dort heißt er Erich Schiller. Heute Abend bei uns Bill Mockridge. Vielen Dank. Wir sind ein Politmagazin. Wir sind ein Politmagazin und deswegen freuen wir uns, dass auch die People-Magazine, die jeden Donnerstag erscheinen, heute ausschließlich ein Thema haben, RAF. Stern, RAF. Die Zeit, RAF. Wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtiges Thema in diesen Tagen und auch die bunte RAF. Und ja, viele werden sagen, Moment mal, was ist das RAF? Und es ist natürlich hat Christine Neubauer wahrscheinlich die erfolgreichste Schauspielerin, die wir derzeit im deutschen Fernsehen haben. Was ist mit Froni? Mit Veronika Ferres auch, aber es hält sich die Waage, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist Christine Neubauer noch einen Tick erfolgreicher. Aber die Unterschrift, ja, ich bin seit 29 Jahren treu. Ja. Würde auch zu Brigitte Mohnhaupt passen. Klar. Finde ich. Also wenn das Bunte ist jetzt kein Magazin, sozusagen, was mit der RAF-Gala beschäftigt. Aber ich meine jetzt mal rein politisch. Und nun einige kurze Worte an Sie, Senior Werner Muñoz. Kennen alle Werner Muñoz?
Werner Muñoz kommt aus Costa Rica, arbeitet bei der UNO und sagt, deutsche Schule, scheiße. Also das hat er nicht so gesagt, er hat es anders formuliert. Aber er hat es gemeint. Ja? Und da muss ich sagen, liebe FAZ, ja, da hast du wieder mal recht, heute im Leitartikel der FAZ, Überschrift dreist. Welches andere Land besitzt ein vergleichbar schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein und lässt sich von einem Professor aus Costa Rica, der kaum des Deutschen mächtig ist, die Leviten lesen? Ja, ho, ho, ho. Nicht, dass wir glauben, es wäre schon Weihnachten, ja, aber wir haben auch nichts gegen Costa Rica. Ey, Tikos, ihr seid okay. Hm? Sympathisches Land, wirklich ein großartiges Land, ein wunderschönes Land, aber dass Senor Muñoz hierher kommt, mal irgendwie so ein bisschen rumhört, sagt, sind die Bleistifte gespitzt, ja, und wir auch noch sagen, endlich sagt's mal einer, ja, sind wir denn komplett gaga? Und da haben wir uns gedacht, liebe Costa Ricaner, liebe Costas, liebe Ricos, liebe Ticos. Okay, unsere Schulen sind schlecht. Mittag sind die Kinder schon zu Hause. Sie können nicht rechnen. Sie sind so blöd für den Alphabet. Aber erinnert ihr euch noch an diese heiße Sommernachmittag letztes Jahr bei der Eröffnung von der WM in Juni? Hä, guck mal hier! Philipp Lahm. Vier Kisten haben wir euch verpasst. Das kann auch der dummste kleine Bambino bei uns zählen, der nur 2 Jahre Vorschule hat. 1, 2, 3, 4, Costa Rica war mal hier. Aber wir wollen natürlich nicht nicht, dass es heißt, hier werden Costa Rica feindlich und so weiter. Ja? Also wunderbar, nur, also Senor Muñoz ist okay, vergessen und schwamm drüber. Dann habe ich kürzlich ein Interview gelesen mit Klaus Lemke, dem berühmten Filmregisseur. Sie wissen, früher die großen Filme mit Cleo Kretschmer, der Kultfilm in den 80er, Rock. Und er hat ein Interview gegeben und hat gesagt, Andreas Bader vom Stern, von der RAF, ja, Firma ja. Stern. Ja. Andreas Bader wollte auch in München früher in Filmen mitspielen, aber hat so geschwäbelt. Und das ist das wusste ich nicht. Andreas Bader hat geschwäbelt, hatte auf dem Porsche nebendran einen Tennisschläger liegen, auf dem Beifahrersitz. Das hat ihn oft gerettet. Es hat ihn gerettet in Kontrollen, weil es hieß, sind Sie von RAF? Nein, ich musste nach Wimbledon. Danke, fahren Sie durch. So. Und Klaus Lemke selber hat bei Heidegger studiert in Freiburg und hat gesagt, bei Heidegger damals nur Top-Alkoholiker haben überhaupt sich reingesetzt und konnten verstehen, was Heidegger... Ich finde Heidegger relativ verständlich. Ehrlich? Ja, ich finde auch seine Tochter mit der Sendung Lesen im ZDF absolut ist doch nachvollziehbar. Elke Heidegger, für mich eine Sendung, wo ich sage, sehe ich ein Buch, kaufe ich. Verstehe nicht, was das so schwer sein soll. Wie auch immer, warum ich es sage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein leicht schwäbischer Akzent eine internationale Filmkarriere verhindern soll. Ich finde, in den größten Blockbustern wird geschwäbelt. Sie sehen, ich bin gerade dabei, einen kleinen Weltkrieg zum Inszenieren. In ein paar Stunden, wenn Amerika und Russland sich gegenseitig ausradiert hin, wird eine andere Macht die Welt beherrschen. Die Schwaben? Ah ja, so ist es. Sie können jetzt übrigens Filmkünstler werden. Bei uns an der Filmhochschule. Harald Schmidt Filmhochschule auf unserer Homepage können Sie sich anmelden und... können Sie auch rauchen bei uns an der Filmhochschule. Wir sehen das nicht so eng. Wir haben das hier für Sie im Angebot. Wenn Sie rauchen wollen, die Raucherglocke. Ja? Einfach über den Kopf ziehen. Wo immer Sie sind, da haben Sie Ihre Ruhe. Und wenn ich mir das so überlege, man braucht auch viel weniger Zigaretten, weil der Qualm zieht ja nicht ab. Ja? Gibt es Neues vom Eisbären Knut? Hat irgendjemand von Ihnen was gehört, bevor Sie hier rein sind mit Knut? Der süße kleine Eisbär Knut, der nimmt ein bisschen anderen Tieren die Schlagzeilen, über die vor einer Woche noch viel geschrieben wurde. Und jetzt redet schon wieder keine Sau mehr davon. Dackel. Dackel sterben aus in Deutschland. Immer weniger Dackel pflanzen sich fort, weil sie nicht den richtigen Partner haben. Ja, ist das nicht der Wahnsinn? Und ich habe gesagt, okay, auch wenn der Dackel stirbt, aber der Dackelblick... Sehe ich aus wie ein Dackel? Also, ja, absolut. Ja, so, ja. In Schwäbisch, du Dackel. Wobei ja im Schwäbischen zum Beispiel der Halbdackel
Der Halbdackel ist ein größeres Schimpfwort als der Dackel. Echt? Ja, der Halbdackel. Und was ist der Teckel? Ja, Teckel ist, glaube ich, irgendwie westfälisch für den Dackel. Ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Du siehst eigentlich aus wie so Juri Gagarin ein bisschen. Weißt du, der erste Mensch im All. Klar. Nathalie sieht totschick aus. Nathalie sieht ein bisschen aus wie einer, der sich bei den Jakobinern bei Chanel eingekleidet hat. Weißt du? Diese Jakobinermütze aber mit Pelz. Ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie Veronika Ferres gestern Abend in diesem Ice-Movie. Ah. Haben Sie das gesehen, diesen Fargo? Fargo, also hat mich an Fargo erinnert, diese Mützen. Ja. Und ich habe mich gefragt, wo genau hat dieser Film eigentlich gespielt? Es war doch tierisch viel Schnee. War das irgendwo in Norddeutschland oder in Dänemark oder habe ich es nicht mitgekriegt? Die Autokennzeichen waren auch so vereist. Und da ging Froni rum mit so einer, wie in Fargo, in diesem Film und hatte so eine Mütze auf und man sagte dauernd, Mensch, wie in Fargo, aber es war natürlich nicht wie in Fargo. Nein, es sah nur aus wie in Fargo und war ein bisschen wie in Fargo, aber es war nicht Fargo. Jetzt mach mal Dackelblick. Jetzt mache ich Dackelblick. Ja, und wir haben festgestellt, in der Probe, ohne Brille, kann ich noch mal den Dackel sehen? Ja. Das ist ein böser Dackel. Böser? Ja. Mach du mal. Ja, wieso denn die Zunge so raushängen? Nee, das ist doch, die haben doch immer mal so den letzten raushängen. Aber eher doch nicht. Ja. Das sieht aber wirklich so aus, als ob dich gleich der Zivi holt. Ja, wirklich mit dieser Mütze. Oh. Können wir Beschwerden nehmen? Nathalie, mach du mal. Oh Gott! Aber sieht toll aus. Aber der ist sehr griesgrämig, der französische Dackel. Ja, mach ein bisschen fröhlicher gelaunt so. Aber er ist nicht gut gelaunt. Er ist traurig. Ja, aber so traurig so. Frauchen, krieg ich Lachs. Und lass dich da nichts einreden, meine sehr verehrten Damen. Katzenzungen sind nicht schädlich für Dackel. Oder Pralinen. Oder Eierlikör. Verwöhnen Sie ihn ruhig, Ihren kleinen Liebling. Der ihn jetzt vielleicht gerade in die Hand leckt, während Sie meinen Worten lauschen. Ich glaube, dass ich vielleicht in Zukunft, wenn ich Frauen im Park anspreche, diese Mütze aufsetzen soll. Nach dem Motto, der Mantel bleibt zu, aber die Ohren werden steif. Ja. Runter mit dem Schabernack, denn wir haben ein ernstes Thema zu besprechen. Und zwar Arnold Schwarzenegger hat ja einen sensationellen Wandel vollzogen. Vom knallharten Terminator-Gouverneur jetzt zum Umweltschützer Nummer 1. Und er hat darauf bestanden, dass sein großer Erfolg, der Terminator, noch einmal neu verfilmt wird unter Bio- und Umweltschutzgesichtspunkten. Der Kampf beginnt. Die Maschinen wollen die Menschheit vernichten. Er ist ihre tödlichste und fortschrittlichste Waffe. Er verbraucht keinen Strom und schont die Umwelt. Er ist der Bioterminator. Eine Killermaschine ohne CO2-Ausstoß. Hasta la vista, baby. Wenn er stehen bleibt, wird er von dunklen Mächten wieder aufgezogen. Der Bioterminator. Er tötet rein organisch. Die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind Kriminelle, meine Damen und Herren. Das ist kein Geheimnis. Auch wer hier abends im Publikum sitzt, hat nichts anderes als offenen Vollzug. Aber warum nicht? Die Gefängnisse sind voll in NRW und das ist auch besser. Man schiebt die Damen und Herren eine Weile für uns hier rein. Und drei Herrschaften möchten jetzt Delikte gestehen, die bisher einer größeren Öffentlichkeit noch verborgen waren. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit Johannes Gantner. Oh, den Ohl. Ja, Johannes Gantner, wer ist Herr Gantner? Johannes Gantner, unser Krimineller des Tages. Ja. Schutzmann. Ja.
Herr Gantner, die Persönlichkeit soll natürlich geschützt bleiben. Dieses Mikro schön ranhalten, dann können wir die Stimme verfremden. Ja. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Hessen. Okay, wo genau da? Ja, aus Darmstadt. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin momentan Zivildienstleistender. Ja. In welcher, wie sagt man da, Branche oder in welchem Heim? Nee, ich bin in einer Schule, also fast ein Heim. Ja, ich betreue dort ein behindertes Kind auf dem Gymnasium. Das heißt, Sie bringen das Kind zur Schule, holen es ab, bringen es nach Hause. Genau. Ja. Wie alt ist das Kind? 13. Und kann aber aufs Gymnasium gehen? Selbstverständlich. Also eigentlich eine tolle Sache, dass Sie als persönlicher Zivi sozusagen das ermöglichen, Gymnasialbesuch und so weiter. Ja, ja. Gut, was ist Ihr Delikt? Ja, also... Ich war bis letztes Jahr Waldorfschüler. Oh! So, in der 9. Klasse absolviert man dort ein Landwirtschaftspraktikum. So, wir waren in Ockelsbeuren, das ist irgendwo im Schwabenland. Und ja, dort waren wir in eine Woche dort auf diesem Landwirtschaftspraktikum. Ja, und wir haben dort eine stillgelegte Firma gesehen, oder? Ja. Und. Also BenQ oder was war das? Also ja, also stillgelegt oder saniert oder wie? Also stillgelegt. Ja, stillgelegt, ja. Und ja, wir dachten, da gucken wir doch mal rein. Eigentlich wollten wir da so einen kleinen Film drehen. Das wurde uns leider verboten und deshalb sind wir alleine eingestiegen. Ja, das ist so ein altes Firmengelände gewesen. Wir haben hinten ein Fenster eingeworfen. Einer ist eingestiegen, hat vorne die Tür aufgemacht. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Da waren noch so alte Industriekräne, die haben wir bedient, hat alles noch funktioniert. Toilette hat auch funktioniert, alles, Küche, Herd, alles funktioniert. Ja, dann sind wir wahrscheinlich ins Chefzimmer gegangen, haben so einen Pager mitgehen lassen. Ja, und ja, dann noch ein paar Microsofts. Ja, wie soll man sagen? Das sind, ja. Ja, was denn? Was denn für Microsoft? Ja, das was denn? Ja, das waren Programme, also. Ja, Betriebssysteme, die wollten wir dann zu Hause auch benutzen, ging aber nicht. Ach nee. Nee, die waren nämlich nur für Großfirmen. Aha. Das heißt, wir hätten ein Netzwerk mit 20 Computern gebraucht etwa. Gab es nicht auch dort mitzunehmen? Nee. Mehr nicht? Nee. Ja. Das muss ich jetzt fragen, als öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter, bereuen Sie die Tat? Nee. Aber Sie würden es doch nie mehr wieder machen. Selbstverständlich nicht. Ja, und wenn Sie sozusagen einen Zivi hätten, der Sie betreut, das könnte ja eigentlich die Zukunft sein bei dem Arbeitsmarkt, dass jeder Zivi auch einen Zivi hat, der ihn noch zusätzlich betreut. Ja. Dann würden Sie sicher auch einsehen, dass es falsch war, dass man eine stillgelegte Firma ausraubt, oder? Ja. Und Sie würden sagen, lieber Bill Gates, das tut mir sehr leid, dass ich Ihr tolles Betriebssystem gestohlen habe. Ich bin ein Zivi, der nur beschränkte finanzielle Möglichkeiten hat, aber ein Fuffi lege ich noch drauf auf die 11 Fantastilliarden von Warren Buffett für die Stiftung. Und alles Gute für die armen Menschen, denen Sie helfen durch Ihre Bill Gates und Melinda Stiftung, oder? Ja, ich sag Ihnen, also als wir bei eBay die Sachen versteigern wollten, wir haben nichts dafür bekommen. Nichts dafür bekommen? Nein, das wollte keiner haben. Wahrscheinlich haben die Lizenzen gefehlt, das war das Problem. Das ist das neue Publikum der ARD. Ja. Jung, IT-tauglich und schwer kriminell. Das ist noch ein bisschen extra. Ja, Dankeschön. Ja, das Mikro bleibt hier. So. Tschüss, alles Gute. Wir machen kurz Werbung.
Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, wurde vor vielen Jahren im fernen Kanada geboren. Dann kam er nach Deutschland. Mittlerweile spricht er perfekt Deutsch. Er spielt den Lebensgefährten Erich Schiller von Mutterbeimer in der Lindenstraße. Er ist der Gründer der legendären Springmaus in Bonn. Und seit vielen Jahren mit einem großartigen Soloprogramm als Schauspieler und Kabarettist auf den Bühnen unseres Landes unterwegs. Herzlich willkommen, Bill Mockridge! Ich habe nachgerechnet, wie lange gibt es jetzt die Springmaus? Nächstes Jahr 25 Jahre. Also silbernes Jubiläum. Ja. Und du bist bescheiden, aber das muss man wirklich sagen, du bist der Mann, der das Improvisationstheater nach Deutschland gebracht hat. Ich wüsste nicht, dass es das vorher auch gegeben hätte. Nein, hat es nicht. Es war eine göttliche Eingebung. Ich war am Theater in Bonn engagiert als Schauspieler und hatte ein bisschen das Gefühl, das war Anfang der 80er Jahre, dass wir ein bisschen viel hehre Kunst gemacht haben. Und meine kanadische Seele so verlangte nach ein bisschen Unterhaltung. Ja. Und ich hatte so eine Idee, so ein Sketchabende mit Blackouts und Liedern, so zu einem bestimmten Thema. Und dann habe ich mich entsonnen und sind, entsonnen. Entsonnen? Entsonnen, das ist... Oder auch heute würde man sagen, ich sag so, hey, hallo, dann brauchst du keine Verben, weißt du? Ja? Ich sag, hey, hallo, als Idee. Ja, ja. Also ich dachte, hey, hallo, ja. Wir haben doch auf der Theaterschule in Kanada wunderbare Improvisationsspiele gemacht, die pädagogisch sehr wertvoll waren, aber die waren urkomisch. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte man die einbauen in ein Stück und schauen, dass das Publikum Vorschläge macht und die Schauspieler müssen die ad hoc umsetzen. Und ich war nicht sicher, ob das deutsche Publikum wirklich da mitmachen würde, aber ich war überzeugt gleich am Anfang. 83 haben wir das erste Programm gemacht und die Leute haben mitgemacht. Es war unglaublich. Das ist gar kein Ausdruck. Ich habe das mehrfach gesehen. Die Leute stehen auf den Stühlen. Ja, die Leute rasten aus vor Begeisterung und es ist ja wirklich eine ganze Reihe von Künstlern, die wir heute kennen, sind ja bei dir sozusagen durch die Schule gegangen. Dirk Bach, Ankerzink, deine Frau Marci Kinski, die ja immer noch sozusagen im Ensemble zumindest auch als Gast und so weiter verbunden ist. Und Michael Müller, Susanne Petzold, Ralf Schmitz, Bernhard Hohecke. Also es ist wirklich eine Comedy-Schule. Man macht so 3, manchmal 4 Jahre dadurch und geht möglichst weiter und macht eine große Karriere. Also da bereitet ihr jetzt ein neues Programm vor? Genau, wir sind mitten in den letzten Voraufführungen vor der Premiere. Das Stück heißt Abgefahren, Springmaus verreist. Das ist ein wunderbares Thema. Also alles um Reisen, um Fremdsprachen, um Fremdwährung, um Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Also es ist ein unglaublich emotionales Thema. Und es ist das erste Programm, was nur improvisiert wird. Von vorne bis hinten 2,5 Stunden lang nur improvisiert. Also das heißt, Zuschauer geben Stichwort? So ist es. Ja. Und die Springmäuse setzen das um. Am Ende gibt es die verrückteste Reise, die es überhaupt gab. Also wird ein Publikum, ein Ehepaar interviewt, was war, und die erzählen ihre Geschichte. Und dann werden die Springmäuse das als Musical präsentieren. So direkt, also diese ganze Geschichte nochmal als Musical präsentieren. Und das wird gefilmt und das wird dem Ehepaar dann gegeben, sozusagen als Souvenir. Also als Giveaway. Als Giveaway. Das ist aber ein anderes Thema als das in deinem Soloprogramm, das aktuelle Soloprogramm, das auch noch läuft, das heißt Leise, nein, Ihr Zipperlein kommt. Nein, das erste war Leise rieselt der Kalk, siehst leise du, bei dir setzt schon ein. Und das zweite war Ihr Zipperlein kommt. Und ich habe vor etwa 10 Jahren wirklich entdeckt bei einer Vorstellung, die ich hatte, dass dieses Altersproblematik, was ich bei mir feststelle, also wirklich ehrlich feststelle, dass die Leute das faszinierend finden. Also ich habe sozusagen die Generation 50 plus entdeckt für mich als mein Kabarettpublikum, also die Leute von 50 bis 80. Und das Erste, was ich entdeckte, war, dass Männer und Frauen anders alt werden. Ich habe gesehen, dass Frauen, also ich sehe meine Frau zum Beispiel, sie kontrolliert sich unheimlich viel, schaut immer in den Spiegel. Viele Frauen machen das schon mit sehr frühen Jahren und gucken, wann kommt das Alter. Und irgendwann mal gibt es ein graues Haar oder eine Falte und dann sage ich, oh ja, mit 39 oder 40, jetzt muss ich anfangen. Dann fangen die mit Cremes und all solche Sachen. Es nutzt alles nichts, aber es ist... Oder es hält so ein bisschen weg. Aber Männer, wir gucken nicht so oft in den Spiegel, beziehungsweise Männer schauen einmal, ich denke, also bei mir war das mit 18, schaust du in den Spiegel lang und intensiv und siehst einen gut aussehenden Typen da, sportlich und mit Sexappeal und gesund und so. Und dieses Bild gefällt dir. Ja, ne? Und brennt sich bei uns auf die Festplatte. Ja, und mehr brauchst du nicht für die nächsten 30 Jahre. Es bleibt ja auch so. Im Geiste ist es so. Es ist, aber dann irgendwann mal bricht das dann doch zusammen.
mein Kartenhaus brach zusammen, das weiß ich ganz genau, ich wurde 50 und meine Frau und meine Kinder haben mir ein T-Shirt geschenkt, haben sie extra bedrucken lassen, da stand drauf, 50 Jahre gut gemacht. Ich meine 50 Jahre. Ich bin am nächsten Tag in die Lindenstraße gegangen mit meinem T-Shirt und alle haben gesagt, boah, Bill, du bist doch nie im Leben 50, das kann doch nicht sein. Ich sagte, ja, ich weiß, sehe nicht so aus, aber das ist. Und am Ende des Tages saß ich am Abend zu Hause und ich fühlte mich richtig gut. Es klingelte an der Tür und ich machte die Tür auf und da war diese junge Frau von Fleurop da. Sie hatte so einen Strauß Rosen von meinen Buhl-Brüdern, überreicht mir das und ich war zutiefst gerührt, habe ihr ein ziemlich großes Trinkgeld gegeben und sie guckt auch auf mein T-Shirt drauf. Ich dachte, boah, jetzt kommt mein letztes Kompliment am Tag und sie sagt, oh, Herr Morkic, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Hochzeit. Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und ich bin dann zu meiner Frau reingegangen, habe gesagt, Margie, diese Frau hat geglaubt, ich bin 50 Jahre mit dir verheiratet. Sag mal, wie sehe ich denn aus? Ja. Ich habe lange Zeit nicht mehr in den Spiegel geguckt. Und sie sagte, sie guckte mich an und sagte, Bill, du wolltest immer als junger Schauspieler aussehen wie Sean Connery. Ja. Und das stimmt. Ich sagte, ja, das stimmt. Ja. Sie sagt, du, das kommt jetzt hin. Und ich habe sie aber angeguckt, es kann doch nicht sein, das ist doch ein alter Mann mit grauem Bart und mit Glatze und so. Und sie sagt, ja, so ist es. Und das, ich habe gesagt, das ist aber eine tolle Formulierung, du siehst aus wie Sean Connery. Ja, ja. Und sie hat recht. Ja. Auch da hat sie recht. Siehst du? Und dann habe ich gedacht, na, ist es so? Also ist es, dass die Umwelt mich als alter Mann sieht oder bin ich älter geworden oder ein reifer Mann? Zumindest. Nein. Aber merkst du denn was körperlich oder wie, wenn du aufstehst oder das bewegst? Das war's. Oder so? Ich hab so gesagt, so, ich lote ein bisschen in die Tiefe und versuche zu horchen. Hat sich was geändert? Und ist, was du sagst, ist richtig. Ich habe gemerkt, ich mache Geräusche. Was heißt das? Ich will das nicht. Also ja, die kommen so. Ich fand das furchtbar. Mein Großvater, mein Vater, das kennen wir von alten Männern. Die machen immer so. Ja. Und sagst, nein, das passiert mir nie im Leben. Das sagst du als junger Mann. Nein, bitte, bitte nicht. Jetzt habe ich aber entdeckt, wenn ich aufstehe, dann mache ich. Und ich habe zu meinem Sohn Niki gesagt, ich habe gesagt, hast du das jetzt gehört, dass ich das gemacht habe? Er hat gesagt, das machst du doch immer. Und das sind einfach Dinge, da viele Männer drehen dann durch und wollen dann plötzlich jugendlich, machen auf jugendlich, rennen in die Stadt und was, lassen sich piercen oder sowas. Ja. Das sieht doch so affig aus, so ein Mann mit Hörgerät und mit Ohrring. Also das ist und Frauen, ich habe auch neulich gedacht, man sagt immer, Frauen wollen also von ihrem Alter nicht zu sehr reden. Ich habe neulich in der WDR-Kantine gesessen, musste für die Lindenstraße Text lernen. Ja. Und da war so ein Tisch neben mir so mit Redakteuren und die haben irgendwas gefeiert und die waren laut und lustig, haben durcheinander geredet. 8 Frauen, alle gleichzeitig durcheinander geredet. Die Frauen können das, wir können, also ich kann das. Und jedenfalls, ich lehnte mich rüber und sagte, bitte, bitte, ich muss Text lernen. Könnt ihr ein bisschen ruhiger sein oder zumindest nur geordnet reden? Vielleicht einfach eine nach der anderen. Und dann habe ich mir so eingefallen, ich habe gesagt, vielleicht die Älteste sollte anfangen und danach könnt. Und da war Ruhe plötzlich im Karton. Also, das ist das Programm. Das ist ihr Zipperlein kommt. Ihr Zipperlein kommt an leise Riese der Kalk. Und du bereitest aber auch schon ein neues vor für den Herbst. So ist es. Wie heißt das? Das wird heißen Rostig, Rostig, Tralalalala. Also mit demselben Thema, aber schon sozusagen eine Pflegestufe weiter. Oder? Also, das erste Programm war so als Erkenntnis, dass ich älter werde, dass ich plötzlich nicht ein junger Mann mehr bin. Das zweite war, du musst lernen, dieses Alter anzunehmen und zu sagen, so ist es. Und ich glaube, in Rostig, Rostig ist sozusagen Kampfansage, ich werde das zu den besten Jahren meines Lebens machen und werde wirklich sagen, so, das genieße ich in vollen Zügen. Da sind wir überzeugt. Bill Morkridge, Springmaus, neues Programm. Mit den beiden Programmen noch auf Tournee. Im Herbst kommt das neue. Weiterhin als Erich Schiller in der Lindenstraße. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Erfolg weiterhin. Freue mich, wenn du wiederkommst. Alles Gute. Vielen Bill Dank. Morkridge, meine Damen und Herren, das war's für heute. Jetzt gibt's hier Polylux mit Dieter von Hamberg. Nächste Woche zu Gast die Moderatorin der Internetshow Ehrensenf, Katrin Bauerfein. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächsten Mittwoch. Schönes Wochenende. Tschüss. I'm